Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich wie immer auch Eladum zu einem neuen Loot Chest Unboxing. Ja, wir haben ja die Loot Chest für den Monat November pünktlich am. Welcher ist heute? Ist ja egal. Die Loot Chest für den November ist heute angekommen und ja, die werde ich gleich mit euch mal ordentlich auspacken. Tja. Direkt nach dem Loot-Chest-Intro, da ich sowas ganz Schönes als Intro. Schaut es euch an, dann geht's gleich weiter. Anmoderation des Todes. Ja, beste Anmoderation ever. So, ich muss hier mal immer hier wieder ordentlich entlang schneiden, damit hier die Klebestreifen entfernt sind. Ja, ich hoffe, jetzt geht's hier auf. Gewohnt, wie immer, auf dieser Seite öffnen und wir schauen hinein. Könnt ihr sehen? Das wäre wichtig, dass ihr seht. Oha, da ist aber heute viel drin. Die war auch schwer, die Loot-Chest hier. Alter Schwede. Ich bin ein bisschen heiser, aber hier haben wir gleich eine Justice League Mug to go. Oh, meine Fresse. So ein Kaffeebecher, so ein Kaffeepot für unterwegs. Wenn da nicht Superman drauf wäre, wäre das eigentlich das Geilste, was ich überhaupt haben könnte. Das habe ich schon gesucht, habe ich gesucht und ewig nicht gefunden. Sowas wollte ich schon immer mal haben. So eine Tasse zum Mitnehmen. Gut, um es auf Arbeit haben. Das ist halt hier wunderschön, hier also aus Keramik, so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, und aus Keramik und da oben halt ein Deckel aus Gummi draus. Ja, verspreche ich ja wieder gar nicht zu Beginn des Parts. Das ist nicht nur Superman, da ist auch Green Lantern, Flash, Batman. Ja, das war's. Nice Sache hier. Schön auf Arbeit hier sich an den Schreibtisch stellen. Wundervoll. Stelle ich direkt mal hier daneben. Oder nein, ich stelle es am besten wieder hier in die Box zurück. Und da haben wir hier das nächste. Das ist ein Spiel von Harry Potter. Trivial Pursuit. Ich versuche es gar nicht auszusprechen. Richtig. Das macht gar nicht die Welt von Harry Potter. Ich kann das gar nicht. Ich und Englisch. Ah, Trivial Pursuit, oder wie das auch ausgesprochen wird, ja, mein Englisch ist höllisch. Das ist doch so ein, ja, das habe ich doch schon mal in einer anderen Version gespielt, als App. Das sind hier so ein Quiz-Spiel, ah, ich kann nicht mehr sprechen. Ein Quiz-Spiel von Harry Potter. Ja, das ist doch genau das Richtige für mich. Muss ich es jetzt hier auspacken? Ja, okay, mache ich. Ich fummel hier mit der Schere rum. Bin ich schon drin. Da haben wir hier so eine Käsescheibe hier mittendrin. Als hier. Hier mit Gewalt. Muss nicht sein, aber es geht von alleine. So, jetzt haben wir hier diesen Käse. Und der ist da hinten dran gemacht. Okay. An die Schachtel gefesselt. Ja, geht auch jetzt nicht auf. Wenn ich das nicht löse. Ich löse das jetzt hier einfach mal für die Kamera. So, zack, entfernt, damit ich das jetzt mal öffnen kann hier. So, da sind die Karten hier drin. Das sind halt solche Quizfragen und dazu gibt es dann diesen Würfel. Die haben wir als erstes hier, die Farben, kann man sehen, violett, blau, noch ein Violettton, orange, gelb und grün. Ah, da würfelt man dann mit dem Würfel hier, den mit diesem Würfel, der hier noch so festhängt, würfelt man, und wenn man dann eine Farbe hat, dann auf der Karte hier violett hier. In wessen Körper tritt zu Voldemort Harry das erste Mal gegenüber? Ja, und auf der Rückseite stehen dann wahrscheinlich die Lösungen. Ja, ein Quiz für Harry Potter Nerds. Geile Sache, das werde ich doch behalten hier.
Ich habe es eh schon gelöst. Hier haben wir wieder so eine Stange Süßigkeiten. Toxic Waste. Nuklear Sludge. Irgendwo sowas. Irgendwie ein Cowboy-Bahn oder was. Das muss ich wahrscheinlich zum Auspacken und mal probieren. Wie in jedem Lutsch-Test-Video muss ich das probieren, was hier drin steckt. Ja, nice. Da freue ich mich schon drauf. Das schmeckt immer gleich. Das Zeugs. Kann ich auch gleich an euch verlosen. Das Zeug schmeckt wirklich immer identisch. Bah, das klebt schon so hier. Bah. Och, och, oh, nö. Och, oh, oh, nö. Das will ich nicht in den Mund stecken. Alter. Brich mir so ein ganz kleines Stückchen ab. Das riecht bestialisch. Alter Schwede. Okay, ich koste es. Mmh. Scheiße. Das ist ja sauer. Okay, das Einzige, was das ist, ist sauer. Mehr nicht. Boah. Ist das Kaugummi oder Kaugummi? Sour Candy. Oh. Oh, ist das sauer. Oh. Huh. Extrem. Facecam bräuchte man jetzt. Hier haben wir schon Cthulhu. Irgendwoher kenne ich das. Irgendwas sagt mir das. Cthulhu. So Karten, das sind die Spielkarten hier. Mit Herz, Karo, Blatt und wie ist das andere? Keine Ahnung. Ich bin kein so sonderbar großer Kartenspieler. Hier haben wir die Cthulhu-Karten. Monopoly Cthulhu gibt es schon. Dazu. Ach, hier haben wir eine Ass-Karte dazu. Kann ich nichts mit anfangen. Wieso kenne ich das? Vielleicht komme ich später noch drauf. Ja. Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Irgendwas sagt mir das. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Jetzt haben wir hier eine Stange. Otaku. Mini-Posters. Zwei Mini-Posters in Closet. Ah, zwei kleine Posters. Müssten da drin sein. Überraschungsposter. Eine Überraschungsbox in einer Lutschkiste. Ein Überraschungspaket in einem Überraschungspaket. Hm. Wie kriegen wir das am dümmsten auf? Eine Ewigkeit später. So, habe ich es auf hier. Endlich mal mit der kleinen Kinderschere gebastelt. So. Ziehe ich die Poster hier mal raus. Ja. Das sind die zwei Poster, Mini-Poster. Die haben wir. Schaut sehr nach Batman aus. Nice Sache. Alter, ich weiß gerade nicht, ob man es richtig sehen kann, aber... Na, das kommt unbedingt an meine Wand. Alter Schwede. Und was ist das zweite hier drin? Wir haben auch noch einen Batman. Gerade. Alter Falter. Aber sowas von kommt das an meine Wand. Dann werde ich gleich mal nach diesem Party aufhängen. Nice sieht das aus. Richtig mega. So. Hier haben wir natürlich die obligatorische Loot-Chest-Zeitschrift hier. Das alles erklärt hier. Da steht alles drin hier, dass Harry Potter Trivial Pursuit. Ich sollte es nicht mehr aussprechen. Kartenspiel. Nice. Hier ist noch was ganz unten am Boden. Das letzte in der Kiste. Ein DC-Comic hier. Ein DC. Justice League. Ein Comic. Ja. Was haben wir hier? Batman auf der ersten Seite. Gotham. Ich habe Superman, der kommt mit dazu. Und ich habe Justice League, die sich vereint mit Flash, mit
Ja, Aquaman oder so. Ja, Aquaman. Genau, Aquaman war das. Mit einer grünen Dame, mit einem grünen Herr und mit Cyborg. Wo ist Batman, wo ist Superman? Ja, okay. Ja, und so weiter und so fort. Wo ist mein T-Shirt? Das obligatorische T-Shirt in jeder Loot-Chest-Box. Wo ist mein T-Shirt? Es gibt doch immer jedes Mal ein T-Shirt. Ich will mein T-Shirt. Alles hier wieder reinmal. Das kriege ich so nie wieder im Leben zu. Das, nein, das passt hier nicht. Ja, lass es offen heute hier. Ihr könnt diese Cthulhu-Karten gewinnen. Die Solitärkarten, scheinen irgendwie Solitärkarten zu sein. Hier diese. Ja, dazu gibt es hier noch so eine Plastik-Papp-Sache hier. Ja, diese Skat-Karten. Keine Ahnung, was das für Karten sind. Ich spiele Karten nicht. Das sind irgendwie gewöhnliche Karten hier. Bloß mit Cthulhu-Motiven drauf, was auch immer Cthulhu ist. Belehrt mich damit in den Kommentaren. Sagt mir, was das ist. Ihr könnt es gewinnen. In diesem Part, das wird verlost bis zum nächsten, also bis zum Dezember. Loot Chest Opening könnt ihr teilnehmen. Wenn das nächste Loot Chest Opening stattfindet, werden die Gewinner verkündet und wird das dann losgeschickt an den Gewinner. Ja, was ihr dazu tun müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist, ihr müsst in die Kommentare dieses Videos schreiben, warum ihr der Gewinner dafür seid, warum ihr das haben wollt, was euch zum Besitzer von einem Cthulhu-Kartenspiel macht, warum ihr der Besitzer sein sollt. Schreibt das mir in die Kommentare und wenn ihr Glück habt, per Zufallsdingens werde ich dann auslosen, wer der Gewinner davon sein wird. Das sieht ganz schön chaotisch hier aus, die Loot-Chest heute. Ich glaube, noch oben sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meine Knase seid. Und ja, kein weiteres Loot-Chest, wie du mir mit dem Zwangfest passen wollt. Bis zum nächsten Loot-Chest-Unboxing oder bis zum nächsten Video. Ihr habt euch wohl. Haut drinne. Ciao, ciao.